Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge und heute werde ich die Hintergrundmusik ausschalten, weil die hat wirklich sehr gestört. Also wenn ihr die wieder anhaben wollt, sagt mir Bescheid, aber damit hat man mich fast nicht gehört. Alles andere wird bleiben. Somit habe ich alles gesagt. Part 4, Smash Legends und Go Low. Go Low. So, mein Freund hat jetzt Stufe 6 erreicht. Und ja, ich werde jetzt auch Pella nehmen. Abo und Like nicht vergessen. Ja, mein Freund, der weiß, was gut für mich ist. Und ja, heute werden doch noch ein paar mehr Parts kommen als gedacht. Aber ich hoffe, euch gefallen. Dann geht's jetzt los. Ich habe jetzt eine Stufe leiser gemacht. Wenn ich leiser machen soll, irgendwas, Soundeffekte oder so, dann sagt alles Bescheid. Ihr könnt alles mir in den Kommentaren schreiben. Und dann kamen meine 6 Abonnenten. Das gefällt mir schon sehr. Ich bin 14 Jahre alt, heiße Finn. Und wenn ihr mehr wissen wollt, Q&A wird kommen. Also, ich habe jetzt Playlists endlich erstellt. Das heißt, ihr könnt jetzt genau gucken, wie welche Videos ihr von mir sehen wollt. Reactions, Gaming, beziehungsweise Smash Legends. Alle Spiele werden jetzt unterteilt. Und ich hoffe, euch wird das so gefallen. Und ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen mehr Ordnung in meinen Channel reinfindet. Und dass ihr besser gucken könnt. Ich hoffe, mein Channel macht euch Spaß, beziehungsweise ihr mögt es, meine Videos zu schauen. Und ja, die 3-Runden-Regel werden wir dann natürlich eingehalten, außer bei Part Specials. Oder wenn ich halt bessere Dinge kriege, beziehungsweise besser allgemein alles habe. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall wird es mal längere, mal kürzere Videos gehen, aber meistens immer um den Dreh 10 Minuten lang. Herrschaft spielen wir wieder in dieser Runde. Nächste Folge können wir wieder Herrschaft spielen. Diese Runde spielen wir in Deathmatch, ja so. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und ihr habt Spaß daran. Und dann, sage ich mal, enjoyt das Gameplay. Hier erstmal auf diesen kleinen Robo. Wir gehen jetzt erstmal hier auf den Gegner Ulti rein und boom. Ich muss meinem Teammate helfen. Nein, Elias, nein! Er heißt Elias übrigens. Aber ich nehme jetzt immer Rice Legends. Okay, Rice. Mist. Dieser eine, Typ, der fies, der nervt wirklich. Wir müssen ihn aus dem Match kriegen. Los! Auf ihn! Ich muss auf ihn gehen. Oh, habe einen noch geholt. Und damit habe ich die Runde für uns entschieden. Und wer ist der MVP? Rise Legends. Damit haben wir alle drei denselben gespielt. Und das war die erste Runde unseres Spiels heute. Damit geht's direkt in die zweite Runde. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall ein paar Verbesserungen vornehmen. Der Kanal mit den Playlists wurde ja schon verbessert. Q&A wird kommen. Erwartet kein Special, wo ich mich zeige oder irgendwas in der Art in nächster Zeit. Q&A gerne, wenn ihr was von mir erfahren wollt. Dinge könnt ihr dann in die Kommentare schreiben. Es wird noch andere Spiele geben. Die werde ich aber noch nicht spoilern, das sind halt dann weitere Projekte für mich. Und ja, das wird alles noch kommen. Ich werde noch viele weitere Projekte, Let's Plays, alles machen. Und ja, ich hoffe, ihr werdet viel Spaß daran finden. Und ich hoffe, ich wähle die richtigen Let's Plays für euch aus. Damit es funktioniert, muss ich auf jeden Fall an euch zählen können. Und ja, diese Runde verläuft schlecht. Aber
meine Teammates reißen natürlich wieder alles hier Kopf und drüber hin. Und ja, Ulti zünden und so mal viel Schaden gemacht. Die hole ich eben, in Klammern. Auf jeden Fall die Alice, der Brawler, der kriegt alle, also die Legende heißt es hier, die kriegt alle weg. Und das Spiel ist noch in der Early Stage, deswegen, das kam auch erst raus, ich hatte es mir vorregistriert, weil schon vom ersten Blick hat man gesehen, dass es ein potenzielles Spiel ist, was wirklich viel verdient hat. Und ja, das Spiel werden schon neue Legenden kommen, wenn neue Updates kommen. Alles werde ich berichten, wenn neue Updates in den Spielen kommen, wo ich ein Let's Play habe. Alles werde ich berichten. Ich werde euch alles Neues zeigen. Und ja, ich hoffe dann, dass ich dann alles richtig mache, um euch zu unterhalten. Das ist das Einzige, wofür ich hier bin. Ja. Also, diese Runde könnten wir noch gewinnen, wenn jetzt niemand von uns spielt. Das ist jetzt wirklich sehr wichtig. So, einen haben wir. Den zweiten haben wir auch. Den dritten auch. Und damit haben wir die Runde für uns entschieden. Was eine knappe Runde. Und ja, Rise Legends, wieder ein Profi hier am Start. Und damit habe ich ihn Rang 3. So, bei den Legenden gibt es auch jeweils immer einen Pfad. Das hier ist der Peter-Pfad. Damit kann man für diese Gems hier oben, kann man sich dann noch einen zusätzlichen Pfad kaufen. Den kann man sich auch halt einfach holen, um ihn zu leveln. Damit kommen wir schon mal zur nächsten Runde. Das war knapp. Damit stimme ich dir 100% zu. Und was sollen die Leute tun? So, was sollen die Leute tun? So, die Leute wollen spielen. So, damit geht's in die nächste Round. So, erstmal in die nächste Round rein. Und ja, wie läuft's bei euch in der Schule? Habt ihr Homeschooling? Geht ihr zu euren Schulen hin? Was habt ihr? Lasst es mich in den Kommis wissen. Damit geht's auf in die letzte Runde von unserem heutigen Video. Heute werden auf jeden Fall noch weitere Folgen. Ein neues Projekt wird heute angefangen und ich hoffe, ich kann euch damit dann begeistern. Irgendwie ist jetzt das Gameplay, ohne dass ich da viel zwischenlabere. Unser Team hat es natürlich AFK. Gut getroffen wurde. Da bin ich auch schon raus. Los, der Typ ist gut. Sehr guter Spieler. Ich vertraue auch in ihm. Und da haben wir schon mal einen Gegner aus der Stage gekickt. Dann müssen wir den nächsten hier low machen. Okay, damit bin ich von der Old. What? Das ist ein neu erfundenes Wort. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber egal. Und damit habe ich schon wieder jemanden, zwei Leute in die Ulti reingeholt und sie werden jetzt Schaden nehmen. Beide Leute mit meiner Spezialfähigkeit gehittet. Und nächste Folge werden wir auf jeden Fall Herrschaft und Kaiser spielen. Eine neue Legende, die ich freigeschaltet habe. Und damit haben wir schon mal zwei Leute wieder geholt. Und das war der letzte. Und damit bin ich wahrscheinlich MVP. Damit hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Und wir uns im nächsten Part sehen werden. Und dann öffnen wir nur noch diese Kiste.
Kisten finde ich jetzt. Und damit beendet den Part in der Silberliga zu sein, beste Kisten kriegen zu können. Und dann geht es ja immer weiter, nochmal Goldkisten und die werden dann halt immer besser. Ich hoffe, ihr liked das Video. Ich verbessere nochmal Hawk. Hawk. Und eine neue Fähigkeit freizuschalten. Neue Fähigkeit. Verringere die Abklickzeit-Fähigkeiten um 0,2, wenn ein Boden oder Luftangriff trifft. Perfekt. So. Und dann sage ich mal, tschö mit.